Товарищ, товарищ, du sage mir, was ist diese Abend hier? Das ist der Aschermittwoch. Politischer, ja. Also nach dem Kehraus ist das so Kabarett, ja. So kritisch. Was Aschermittwoch, Kehraus, Kabarett? Ja, richtig, dass man neihaut, also richtig Kritik übt. Kritik? Kaputtgewehr kommt von Tschetschenien. Schade, so jetzt geht. Kritik? Ja, schon, aber hauptsächlich lustig. Ha, ha, ha. Verstehe Kritik, aber was ist lustig? Ja, lustig ist, wenn man so Politiker derbleckt. Derbleckt. Ach so, ja, das ist bayerisch, das sagt man so, Politiker derbleckt. Das ist, wenn man bekannte, berühmte Politiker so nachmacht, so nachäfft. So, wenn so, meine Damen und Herren, Das ist lustig. Nein. Ja, doch, also nach 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mass schon. Jetzt, warum wollen Sie das eigentlich überhaupt wissen? Mein Name Fjodor Oligarch Gazpromovic. Ich russischer Sonderbeauftragter für Demokratie und Freiheit von Meinung. Aha, Demokratie und Meinungsfreiheit. Und sowas gibt's in Russland? Nee, gibt es nicht. Aber ich komme hierher in Westen, gucken wie geht. Drum du mir sagen, was macht diese Kabarett? Ja, Kabarett, das ist ja ganz leicht erklärt. Das ist also, wenn irgendwo in der Gesellschaft irgendwas nicht so rund läuft, dann kommt der Kabarettist. Und also wenn zum Beispiel, sagen wir, ein Politiker korrupt ist, oder wenn ein Atomkraftwerk nicht mehr so gut arbeitet. Wo ist das Problem? Ist normal. Ja, aber bei uns nicht. Ah, weil gibt Kabarett. Nein. Also das Kabarett, das sagt dann nur das, was nicht so rund läuft. Und dann hören die Leute das und die lachen dann. Da, und ja, dann wird geändert. Ja. Nein. Aber dann weiß es jeder, was nicht so gut läuft. Und dann. Da. Aber dann gibt es Wahl wegen Kabarett und dann kommt neue Partei. Nein, Herr Oligarch, doch nicht in Bayern. Muss ich erzählen, Wladimir Putin wird lachen. Das heißt, Kabarett sagt, was scheiße ist, aber wird nicht geändert, sondern bleibt wie ist. Aber lustig. Weißt du, russische Literatur immer traurig. Dostojewski, Tolstoi, Turgenev, Seele tief wie Wolga. Russische Literatur so lustig wie Badeurlaub in Tschetschenien. Aber diese Kabarett muss ich mir bringen nach Mütterchen Russland. Gefällt Wladimir Putin gut, hat immer Angst von freier Rede und von Kritik. Aber ist gar kein Problem, Tovarisch. Komm, wir trinken Wodka. Nein, ich kann jetzt nicht während der Veranstaltung Wodka trinken. Wir trinken Wodka oder Gassan zu. Komm, dabei, Kabarettmann, los, komm, dabei.